ausdauern. Ich versetze weiter einen feindlichen Kontakt. Kein Spielsgerät vorhanden. Nur Zivilisten im Ort. Zivilisten. Das kann nicht sein. Schweres Gerät. Panzer. Nein. LKW-Bewegung. Nein. Sehr gut. Sorgenslauch. Gewusst. Verdimmel. Gruppe 2. Die Ortschaft umgehen. Wie besprochen. Gruppe 1. Genau. Bis an die Waldkante. Dort Stellung beziehen. Erst Regen, dann Sonne. Da sagst du was. Das freue ich mich auf zu Hause wieder. Gucken, was noch kommt. Geschafft. Werner.
Wir müssen nur an denen vorbei. Anton, Schwester, lass uns gehen. Schwester! Schwester, bitte helfen Sie mir. Lass uns gehen. Haben Sie einen Moment? Den noch, dann. Komm, jetzt. Herr Doktor, darf ich Sie ganz kurz... Moment! Mann. Sie gehen bitte rein. Ich komme hier nicht vor. Anton, lass uns gehen. Herr Doktor, was fällt Ihnen? Schauen Sie sich doch bitte den Kollegen an. Wir haben hier einen Schockpatienten. Was fällt Ihnen denn ein? Ich stehe da an der Front. Sehen Sie nicht, was hier los ist? Herr Doktor, verlassen Sie den Verbandsplatz. Unter Schock. Sofort, verlassen Sie den. Sofort. Aufschuss! Warte. Komm, wir gehen. Anton. Komm. Komm weiter. Anton, lass uns gehen. Nein, wir bleiben hier. Komm, wir gehen. Nein, wir bleiben hier. Lass der Arzt. Warte einen Moment. Guck da nicht hin. Oh Gott. Der Sang, jetzt kommt er rein. Was mit euch los? Herr Doktor, unser Salat, wir waren heute Morgen im Kampf gewesen. Der muss unbedingt untersucht werden. Der hat einen Schock ohne Ende. Also wir sind hier in der Klasse. Jetzt hören Sie mal ganz verdammt mal auf. Wir haben die richtigen Fälle. Das können Sie vergessen. Die richtigen Fälle? Er steht unter Schock? Jetzt können Sie das mal angucken. Das sind die richtigen Fälle. Sehen Sie das? Das sind... Wir stehen unter Schock. Den ganzen Tag stehen wir unter Schock. Und wir stehen raus im Kampf, jetzt. Herr Doktor. Raus jetzt. Sehen Sie draußen zu, dass die Leute hier durchkommen. Mann, raus! Mist, jetzt haben wir uns auch noch rausgeschmissen. Das haben Sie gleich gesagt. Ach, hör auf, Mensch. Was soll ich machen? Und jetzt? Wohin? Wohin? Wo willst du denn hin? Zum Divisionsgefechtsstand. Da müssen wir hin. Na, uns melden. Beim Chef. Hau dich hin. Wir müssen zurück zum Divisionsgefechtsstand. Wenn wir das nicht machen, haben wir die anderen... Guck mal. Haben wir die anderen am Arsch. Wo kommt der denn her? Guck dir den mal an. Mein Gott, was für ein süßer Drops. Wo kommt der denn her? Weiß ich nicht. Habe ich jetzt gerade gesehen. Komm, den nehmen wir mit. Ich glaube, das wird nichts, aber das einzig Friedliche an diesem ganzen Krieg. Guck mal, was schön. Guck dir den an. Wo ist denn hier der Arzt? Moin. Hauptmann von Stock. Ich bin hier, um den Verbandsplatz durchzukämmen. Nach Drückebergern und leicht Verwundeten, die kriegsverwendungsfähig sind. Ich denke, wir haben einige Leute, die ich Ihnen mitgehen kann, Hauptmann. Dann gehen wir das durch. Sie schauen nach offensichtlichen Selbstverstümmlern. Jawohl, Herr Hauptmann. Holzhof, folgen Sie mir. Jawohl. Herr Hauptmann, lassen Sie uns vorne anfangen. Ja. Wir gehen die mal Aufstellung durch. Nehmen. Los, komm, mal Aufstellung nehmen hier. Bitte. Ich denke, der Kamerad hat sein Alter schon erreicht. Wir sollten ihn nicht mehr an die Front schicken. Er ist noch zu alt. Was fehlt Ihnen? Die Schmerzen. Damit sind Sie voll einsatzfähig. Aufrüsten mit. Soldat, Kopfverletzung. Ja, wie schwer. Lassen Sie mich mal schauen. Nein, der Mann ist einsatzfähig. Mit. Nein, sofort zum Sammelplatz. Nachsplitter. Fußstromführer. Ist nicht einsatzfähig. Du hast einen Armschuss. Bedingt einsatzfähig, als Melder. Nein. Nein, wollen Sie nicht mitnehmen? Nein, schon nicht. Warum ist er nicht einsatzfähig? Sie sehen doch, dass er verletzt ist. Kann nicht sehen. Ist aber nur die Hand. Können Sie den Fachgeschütz noch bedienen? Ja. Unteroffizier. Unteroffizier. Nein, der Mann ist nicht einsatzfähig. Was sagt den hier unten? Nicht. Nur linke Hand beschädigt. Nein? Ja. Ich bin sprachlos. Was machen Sie denn mit der Töne? Sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig geworden, Mann? Was? Herr Hauptmann. Warte, das sind die zwei Soldaten, die ich vorhin rausgehauen habe, von dem Spähtrupp. Warum ist
Was machen Sie hier? Sind wohl wahnsinnig geworden. Die von brennt, der Russe drückt. Wir sollen die Häfen frei halten und ihr sitzt rum und spielt mit dem Hund. Was ist das denn? Ha? Herr Hauptmann, wenn ich sprechen darf. Wir sollten uns im Lazarett melden. Er litt einen schweren Schock. Wir sollten ihn sofort herbringen. Sie sind der Wunderknabe. Na, ich habe gehört von der Geschichte. Na, ich kann das schon verstehen. Schlimme Sache für Sie. Aber, naja, das kriegen wir schon hin. Macht euch Ansatz klar, ich nehme euch mit an die Front. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Sie kümmern sich um den Jungen. Jawohl. Sie bleiben erstmal bei mir im Stab und dann gucken wir über die weitere Verwendung. Jawohl, wir melden uns bei Ihnen. Komm, lass uns los. Vorne zum Sammelplatz. Es ist ja gerade noch mal gut gegangen. Bisschen besser geworden, aber ich hätte den Hund gern behalten. Der hat mich ein bisschen aufgemuntert. Das stimmt, mich auch. Aber der geht ja noch leider nicht. Der war aber niedlich. Hm. Weißt du eigentlich, wo es hingeht? Ich weiß nicht, wo wir sind. Westen, Grob. Also Libor scheint von uns 80 Kilometer weg zu sein oder 90. Und die wollen uns wahrscheinlich in irgendeine neue Auffangstelle stecken. Irgendwo werden wir schon landen. Wie immer. Ausbau der Stellung, dass das alles fertig wird. Da ist er schon. Naja, Herr Hauptmann. Hauptmann. Und Werner, wie geht's dir? Besser, aber ich hätte den Hund gern behalten. Das kann ich verstehen, aber hier ist Krieg. Was soll der Hund hier? Dem geht's ja auch nicht gut. Da haben Sie recht. Seht schon wieder, ihr haltet euch zu meiner besonderen Verfügung und macht euch aber trotzdem noch ein Schützenloch fertig. Jawohl. Ja? Jawohl, Herr Hauptmann.
Stefana, zwischen den zwei Bäumen, hinter der Pack. Lauf du mit. Gut. Rainer, komm. Lasst euch Baden geben, lasst euch ein. Und? Kopf. Nehmen wir schon den Kopf runter. So machen wir. Machen wir. Schon wichtig, Rainer. Komm, lass uns hier bleiben. Wir machen das so. Ich besorge uns mal ein paar Spaten. Du hältst dir die Stellung und gibst sie nicht wieder her. In Ordnung. Bis gleich. Ich helfe nicht in den Graben einfach, weil das ist der Stapel. Erzählten Sie meinen einer reicht? Jawohl, als Drahtmine verlegt, reicht die vollkommen als MG in der Stadt. Den Draht müssen wir straff in einer Linie. Das soll super länger hier bleiben, wa? Ich denke mal auch. Wir haben schon viele Stellungen jetzt sichern müssen. Das ist ganz, ich denke mal, das dauert länger hier. Du meinst. Dann müssen wir auch noch hier Minen buddeln. Hör auf zu maulen. Komm. Er fällt links? Jawohl, jetzt die Seite dasselbe normal. Brust du noch ein? Ja, unbedingt. Hier. Pass auf, dass die Kisten in die Graben einfallen. So. Und Jungs, wie sieht's aus? Letzte Mine, Herr Hauptmann. Sehr schön. Dann seht zu, dass ihr gleich in die Stellung kommt. Verpflegung ist da, dass ihr was Warmes in den Magen kriegt. Ja, hört sich gut an. Ja, ihr wart lang genug draußen. Na, dann komm, schneid ab. Otto? Komm, wir gehen was essen. Ja, wir gehen uns die letzte Stellung anklicken. Anton, ich hab dir doch von meinem Schulfreund erzählt. Alfred. Dem Alfred, genau. Der hat mir einen Brief geschrieben. Der ist ja im Westen an der Front. Bin ich mal gespannt, was er schreibt. Lieber Werner, ich habe jetzt einen Tag Sonderurlaub bekommen und kann dir daher wieder einmal schreiben. Als Führer eines Spähtrupps wurde ich für das Eiserne Kreuz erster Klasse vorgeschlagen. Bei diesem Unternehmen konnten wir eine große Anzahl von Amerikanern aufspüren. Die hatten es sich bei Feu in einem Waldstück ganz gemütlich gemacht. Wir schlichen uns an die amerikanischen Stellungen bis auf Sicht und Hörweite heran und konnten sie daher sehr gut beobachten. Von unserer Offensive müssen die aber noch nichts gewusst haben. Ich konnte sehen, wie ein Fürstleutnant ohne Deckung aus seinem Fahrzeug stieg und wie in besten Friedenszeiten herlief und alle in den Schützenlöchern begrüßte. Er hätte für unsere Scharfschützen ein sehr gutes Ziel abgegeben. Das Einzige, was uns und bestimmt den Amerikanern schwer zu schaffen macht, ist das schlechte Wetter. Aus Regen wird Schneeregen und so wechselt sich das ständig ab. Den Amerikanern laufen bestimmt ständig die Schützengräben voll. Da wir aber seit dem 16. Dezember über Luxemburg in Richtung Ardennen nur im Vormarsch sind, bleibt uns das zum Glück erspart. Diese Offensive war bisher ein großer Erfolg. Mit starker Panzerunterstützung konnten wir bisher die Amerikaner regelrecht von uns hertreiben. Unsere Feuerkraft ist fast wie am Anfang des Krieges. Auch unsere Truppe ist durch diese Erfolge so motiviert wie schon lange nicht mehr. Ich sehe viele Kameraden mit Tränen in den Augen kämpfen. Mussten sie doch so viele Niederlagen einstecken. Die Amerikaner geben sich zu Tausenden unseren Truppen. Vielleicht wendet sich jetzt doch noch das Blatt. Morgen geht es in Richtung Bastogne, von da nach Antwerpen zu den großen Tanklagern und von da aus treiben wir die Amerikaner wieder zurück ins Meer. Halte also durch. Vielleicht kommen wir dann, um euch da rauszuhauen. Dein Schulfreund Alfred. Mensch, die stehen schon vor Bastogne. Das gibt's gar nicht. Danach kommt Antwerpen und dann haben die den Ami. Dein Wort in Gottes Ohr. Ach, das schaffen die. Auf jeden Fall. Mensch, lies mal. Das, so wie der das hier schreibt. Dein Optimismus möchte ich haben. Sunny. Oh, danke. Sag mal, was machst du hier eigentlich, deine Freund? Ja, das frage ich mich auch. Stabsatz wollte ein paar Jungs vorne haben, da die Wege mal länger wären, zum Verbandplatz. Also habe ich mir Helmut geschnappt, haben gesagt, wir gehen nach vorne zu den Jungs. Die können wir mehr reißen wie auf dem Verbandplatz. Da, wo wir gebraucht werden, ist vorne. Was ist?
Guter Mann. Und das Ganze ohne Waffe. Ja. Hab sie zwar mit. Das war's auch. Ihr beide seid rauskommen. Essen holen. Der Pott steht draußen. Wie schon wieder? Gibt's doch nicht. Gerade hingesetzt. Könnt ihr nicht mal jemanden anderen holen? Na komm, Junge. Nimm die Murmel mit. Ja. Anton, endlich sind wir angekommen. Das reicht doch, mir brennen die Füße. Ich kann nicht mehr. Ich krieg schon wieder Blasen in den Stiefeln. Ich brauch mal neue. Die ganze Latscherei. Wo müssen wir überhaupt hin? Zur Schreibstube, sag mal. Schreibstube ist hier Kameraden einkaufen. Herr Leutnant, 502. Erste Kompanie. 502. Wir sind hier für Feldpostabgabe. Feldpostabgabe und Verpflegungsaufnahme. Ja, MS Feldpost. Ich habe noch einen Brief. Moment. Ja, dann los. Hier. Zum Mutti. Du immer mit deiner Post. So, und Verpflegung. Und Verpflegung. 502, ist uns spät dran. Das wohl wahr. Mitnehmen, einsam. Frohe Weihnachten, Kamera. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Komm. Hier, nimm mal den Sack. Lass uns mal gucken, was wir überhaupt kriegen. Kartoffeln, Kaffee. 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 Na, Kaffee ist hier. Mahlzeit. 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 Ein Kilo Kaffee noch mal abholen. Zeig mal her. Affe. Das ist doch Richterkappe. Das ist Richterkappe. So, dann haben wir Suppe. Zweimal Suppe für die ganze Kompanie. Mehr habe ich nicht. Ja, aber es ist Weihnachten. Einmal Milch. Wir haben weiten Weg. Wer noch? Garten. Kommt her. Ist Weihnachten. Mehr ist nicht, aber teilt euch ein. Ein bisschen Schokolade. Frohe Weihnachten. Ja. Ebenso. Frohe Weihnachten. Danke. Schweinefleisch. Frohe Weihnachten. Und dann? Als nächstes noch mal Würstchen. Würstchen? Ja. 13 Stück. Ja, aber nicht Würstchen. 13 Würste. Ja. Mahlzeit. 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 Da komm mal ran. 13 Würstchen noch mal abholen. Da haben wir nicht mehr Abend, 13 Würste. Ich kann dir nur 10 geben. 10. Tut mir leid. 10 Stück. Ja. Ja, hier ist ich nur her. Wir haben jetzt keine frische Bratwurst fertig. Und die große, weil Weihnachten ist. Die schaffe ich jetzt zum Küchenbrillen. Und der Küchenbrille macht jetzt hier den Braten. Und dann könnt ihr euch dann morgen mal abholen. Ja, frische. Oh Gott, Himmel. Darf ich denn noch hier draufstehen? Zum Brot. Brot. Ja. Moment. Oh, hol dir Brot ab. Doch, der Dampf ist gebacken. 5 Kilo Brot soll man abholen. War das so viel? Ich bin noch warm. Los, pack noch eins rein. Krieg mein Junge. Danke. Danke. Haben wir alles. Ich denke bloß an den Kaffee. Meiner ist leer. Kaffee ist richtig. Danke, Männer. Komm, wo muss das Zigaretten? Ich geh hier mal rein. Danke. Auch Versorgung in Empfang genommen. Allerdings stand auf unserem Laufzettel noch Zigaretten, die wir draußen nicht bekommen haben. Herr Feldwebel, wir haben zwar Weihnachten, aber das Christkind war noch nicht da. Was soll ich denn machen? Ich hab doch auch nichts. Wenn Sie draußen nichts mehr finden, helfen Sie sich selber weiter. Komm her, wir gehen. Wie meine Hunger und Warten. Eigentlich haben wir einen extra Schlag von Wurst bekommen. Na Gott sei Dank, das haben die so verdient, die Jungs. Auf jeden Fall. Bei der Kälte? Es fängt schon wieder an zu gläsern, ja. Naja, wir haben ja auch Weihnachten. Weihnachten? Wenn ich jetzt an das Essen denke,
Wir haben Verwandte in Schlesien. Bei uns gibt's immer schlesische Weißwürstchen mit Kartoffeln, Sauerkraut und ordentlich Buttersoße oben drüber. Ach, ich auch. Richtig um. Mann. Ja, was gibt's bei dir? Was gibt's nochmal Wildbrett Weihnachten, ne? Was ist denn? Ordentlich Wildkeule, gespickt mit Knoblauch, Zwiebeln, Leckersoße, Rotkraut. Und das Öl. Mit Omas Rezept. Ne? Von bei der Oma schmeckt eh immer alles am besten. So ist es, so ist es. Ne, wir hatten nun mal alles zu Hause. Mein Vater war Schlachter. Naja, wie man sieht. Meiner war Förster. Bei uns gab es an Weihnachten immer einen richtig schönen großen Tannenbaum. Und das ist so Tradition gewesen bei uns. Mit Kugeln, Lametta. Ja, mit allem dran. Um die Kugeln hat Mutti sich gekümmert und Lametta haben wir aufgehangen. Wenn das nicht auch nicht. Komm, wir holen den jungen Tannenbaum. Meinst du? Ja. Sind wir noch bald haben wir ja. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir nur einen finden. Hier. Komm, den nehmen wir. Dann mal los. Komm her, gib Gas. Oh, Gott sei Dank. Ach du Scheiße, runter! Bei den Drecksrussen verlassen. Der Morgengruß kommt immer. Ja. Alles gut? Ja. Guck, wer verwundet ist. Ich gehe in den Stab oder telefoniere mit dem Stab. Komm. Jawohl, Herr Hartmann. Meldung kommt sofort. Jawohl. Meine Fresse, ne? Wie siehst du aus? Was war denn los? Ja, Abendsehen vom Ivan. Pünktlich wie die Maurer. Nein. Jeden Tag und selbst Weihnachten. Ja. Machen wir mal eine Leitung zur Division frei, ja. Und ich muss da Meldung machen. Jawohl. Leutnant Günther, ich brauche mal eine Leitung zur Division, aber ein bisschen bevor. Und wie sieht's aus? Ja. Hauptmann, Leitung steht. Hallo? Ja, auch mal von Stock hier. Ja, wir haben einen schweren Artillerieüberfall. Ja, Granatwerfer. Also das übliche abends. Ja, aber Verluste noch nichts bekannt. Ich melde. Jawohl. Ende. Aber endlich werde ich das schwere Ding los. Dir. Mensch, endlich mal zu fressen. Da war extra Würstchen mit drin. Komm, schnell machen. Hast du den Baum draußen? Nein, der muss mit. Glaub mal. Zurück vom Essen holen. Was soll das? Hauptmann, das ist Weihnachten. Dachten, Ihr Auftrag war, Essen zu holen. Ja, aber wir dachten für die Jungs in der Stellung. Ihr seid da schuld gewesen? Die Ballerei da hinten? Ihr Auftrag war, Essen zu holen. Für die Kameraden. Und nicht hier Weihnachtsbäume einzukaufen. Das ist ein ganz und gar unverantwortliches Verhalten. Ja. Ihr könnt nicht einfach im Vorfeld
auf eigene Faust hier rumgeistern und irgendwelche Weihnachtsbäume hacken. Sie gefährden damit die ganze Kampfgruppe. Wie lange sind Sie eigentlich an der Front? 5 Jahre auf Front. 5 Jahre? Man sollte Ihnen das bewusst sein, dass man das nicht macht. Ja, aber... Ich will kein Ja-Aber hören. Geht's mir aus den Augen. Sofa. Ja, aber Kurt, du musst die Leute auch verstehen. So, heute gibt's Wurst dazu. Wurst. Da muss ein ganz schön Standburg abhören. Jetzt sagst du was. Aber recht hat er. Auch für dich eine Wurst. Wir müssen Entbehrungen in Kauf nehmen. Und wenn die sich dann an so einem Weihnachtsbaum festhalten können und denen da noch ein bisschen was gibt, dann... Ja, ich verstehe das ja. Aber was schreibe ich den Angehörigen, wenn denen was passiert? Gefallen für Führer, Volk und Vaterland? Und Weihnachtsbaum? Ja, ich verstehe dich ja, aber du musst... Das ist eben der christliche Glaube und die, da haben die was, wo sie dran festhalten können. Ja. Wenn die nichts mehr haben, woran die glauben, dann, du musst das so sehen. Ja, ich verstehe das ja. Der Artilleriebeschuss hat nachgelassen. Ja. Ich gehe mal eine Runde. Also jetzt ja. Die Stellung hier. Ja. Leichte Splitterverletzung, Querschläger. Wer sind Sie? Vater Bötter hat man. Ach, Sie, Bötter. Am MG? Am MG, wie immer. Diesmal hat es mich erwischt. Russischer Weihnachtsgruß, aber... Ja, das zu Weihnachten. Wir rauchen doch, oder? Selbstverständlich. Mehr habe ich nicht. Staffel Zigaretten. Okay. Beißen Sie die Zähne zusammen. Bringen Sie den Mann weg. Machen wir. Jawohl. Achtung. Weitermachen. Und alle satt geworden? Oh. Ja. Ist aber gut. Feldpost ist da. Feldpost ist auch da. Na, sehr schön. Dann macht mal weiter. Dann machen wir mal. Jawohl. Lindenberg, wie ist die Lage? Wir sind fast in Ordnung. Die Park ist besetzt. Der Oberbefehl Neubau ist auf Posten. Alles gut soweit. Alles ruhig. Alles ruhig, ja. Der Russe lässt uns in Ruhe heute. Hoffentlich. Heute Morgen hat es ja gereicht. Ja. Kann ich Ihnen Kaffee anbieten? Gut. Wir machen mal weiter. Sieht es eigentlich aus mit Ihrem Vater? Ist alles in Ordnung. Ja? Ja. Wieder gesund? Post gekriegt? Habe ich bekommen. Ja, schön. So, hat man. Ja, ganz hervorragend. Und heiß. Heiß. Ich gebe Ihnen den Kaffee mal wieder. Ich muss sowieso noch weiter nach vorne. Ja. Ja? Ich komme danach vielleicht noch mal gleich rum. Wir holen mir noch einen Schluck Kaffee ab. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja. Ihr seid ja noch versucht, ja. Ja, dann muss alles, wie das hier weitergeht. Der Kaffee ist noch da, holt euch, Männer. Meine Kleine, die wurde im Juni geboren und ich hab's noch kein Mal gesehen. Und? Sieht's aus, ob du mal richtig fühlst. Kreller, ist hier ein befreiter Kreller? Jo, ist hier. Der befreite Kreller. Ja, Hammer, ich habe so, alles in Ordnung. Dich. Ja, wunderbar. Bleibst du noch mal rein hier? Weihnachtsbier habt ihr gekriegt. Schoko-Cola, alles dabei. Hey. Achtung, frohe Weihnachten noch. Bleib noch mal rein und bitte. Schau, die schreibt. Schreib dir noch mal ein Bier ab. Das ist ja eh. Frohe Weihnachten, Männer. Frohe Weihnachten. Wie sieht's bei euch aus? Ja. Das, was von deinem Bruder gehört. Hab ich kurz durch? Danke. Dem geht's gut. Ja? Endlich wieder eine Nachricht? Ja. Verbringen Weihnachten bei seinen Liebsten. Ja? Im Gegensatz zu mir. Ja, naja. Wunderbar. Ist immer so. Ich kann's auch nicht ändern. Von jedem kommt halt die Kosten. Kalt, was? Das ist der Schweinekälte. Naja. Ich lasse euch regelmäßig ablösen. Ne? Dass er nicht die ganze Zeit draußen hockt. Ja. Und, wer hat geschrieben? Die Mutti. Und? Aber sieht nicht gut aus. Der Schwester geht's nicht gut. Sie ist krank. Ich sitze hier. 2 Brüder gefallen. Na ja. Dann bleibt nicht mehr viel übrig von uns. Ist er jetzt hier ruhig? Wir schaffen das schon. Hoffen wir. Kopf hoch. Jawohl. Geht immer weiter, Männer. Geht immer weiter. Frohe Weihnachten noch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, Mama. Schokolade, die haben wir richtig. What?
Und wie schaut's aus? Das ist ein Brief von meiner Mutter. Die haben mir da Essen bombardiert, aber denen geht's soweit gut. Die sind ja zum Glück außerhalb, hab ich ihr auch mal erzählt. Ja, stimmt. Eigentlich geht's ihnen gut. Ach, Männer, zum Glück keine schlechten Nachrichten. Hier, da Weihnachten ist. Einen schönen Schnaps aus der Heimat. Und verdammt selbstgebrannten. Nur noch einen? Da haben wir noch einen. Ja. Prost. Auf die Heimat. Auf die Heimat. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Weihnachten. Achtung. Weitermachen. Ach, scheiß Schnee. Weitermachen, Männer. So. Na, wie sieht's aus? Prost habt ihr gekriegt? Prost haben wir bekommen, Herr Hauptmann. Ja. Nicht immer die Beste. Ja. Da kann ich aber auch nichts dran machen. Ganz schön kalt, wa? Carlos, wir in Spanien. Muy frío. Muy frío. Wo Weihnachten? Frau Mann. Danke. Auf die Heimat. Normalerweise müsste ich euch Geschenke bringen. Ich habe aber nichts und dann kriege ich wenigstens noch was von euch, wa? Auf euch, Jungs. Also, alles Gute, Jungs. Haltet durch. Frohe Weihnachten noch und, naja, haltet die Ohren steif. Wird schon. Sowieso. Servus. Unser Hauptmann. So ist er, unser Hauptmann. Tja, der Alte. Gehen wir vorne bei. So ist er, ne? Ja, alter Haudegen, alte Schule. Aber lieber so rein. Tja, haben wir noch einen? Klar. Oder ist noch was drin? Da steht ein Soldat und er wacht und von Hanne und dem Glück, das zu Hause blieb zurück. Die Wolken am Brücken, sie ziehen, ja, alles zur Heimat dahin. Und sein Herz, das denkt ganz still für sich, da ist hier auch einmal ich. Es geht alles vorüber. Jeden Dezember heul wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch sei die sich lieben, die bleiben sich treu, die bleiben sich treu. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Brief von deinem Liebchen? Nein, Brief von der Mutti. Von Mutti? Mit dem Foto. Guck mal, das ist meine Schwester. Ja. Sieht man, oder? Ja. Ja. Junge, Junge. Aber eins sag ich dir. Die Mädels in Frankreich. Was war auch noch ganz da. Aber trotzdem, wenn ich da dran denk, da wäre ein Schaf wie ein Acher rettisch. Deswegen hast du auch die Nahkampfspange, wa? Dann hätte ich doch mal die Goldene kriechen müssen. Ja, ja, lach dir nur. Ihr beide herrlich. Für was schleppst du den ganzen Bädel jetzt mit dir rum? Das hier? Das ist alles, was ich in den 6 Jahren erlebt habe. Das sind Briefe von meiner Mutti, von meinem Schulfreund, dem Alfred, von dem habe ich hier erzählt. Ja, alles, was ich so erlebt habe in den 6 Jahren. Das Notizen vom Spätrupp, meine ganzen Erlebnisse sind da drin. Das ist wie so ein Stück Heimat für mich. Wer soll das lesen? Meine Kinder. Hast du welche? Noch nicht. Na ja, dann. Hey, Bibel! Aufwand! Machen Sie sich fertig oben, Schießerei am Birkenwäldchen. Der Spätrupp Winkler ist raus. Ich glaube, die werden zusammengeschossen. Die sind in den Hinterhalt geraten. Sie schnappen sich den Kompanietrupp, sie gehen mit und seht zu, dass ihr die rausholt. Sofort. Alle rein! Raus! Mach mir einen Ausgang, los! Immer die gleiche Scheiße. Na, Ivan! Und lass euch den einkassieren!
Hast du alles? Immer schön die Köpfe runterhalten. Das auf, los! Emma, komm! Mensch, das ist ja ein Wunder, dass überhaupt jemand überlebt hat. Das war bestimmt ein Hinterhalt. Zum Glück konnten wir wie sie werden. Wir müssen zusehen, dass wir die Jungs anständig begraben. Das haben sie verdient. Ich glaub nicht, dass wir noch mal hinkommen. Das ist alles voller... Müssen wir. ...voller Bolschewiken dort. Müssen wir, egal wie. Das kriegen wir hin. Kriegst du was zu essen. Dankeschön. War hier schön warm. Oh. Gott sei Dank. Endlich warm in die Bude. Oh, eingemütlich. Mein Kamerad. Schön warm. Wie gibt's was zu essen, sagte der Hauptmann. Ja, gibt's einen in den Shopper in Texas? Ah, oh, lieben gern. Ja. Schön. Ich schön. Kartoffelsuppe, Linsensuppe. Was ist denn so? Deutsch ist Linsensuppe. Linsensuppe, hab ich ja gesagt. Ich hab mal recht gehabt. Das bin ich. Das ist meiner. Peterchen. Vielen Dank. Hast du selber gemacht? Ja. Das sind meine Oma-Rezepte. Das ist lecker. Wirklich gut, ne? Gute Oma. Sag mir das. Das ist doch Spanien. Claro. Wie kommt man von Spanien hierher ins Kurland? Freiwillig. Die deutsche Bevölkerung hat Spanien geholfen, damit er gegen den Bolschewismus kämpfen. Und jetzt ist eine Ehre,
zusammen mit unseren deutschen Kameraden gegen die Bolschewisten in ganz Europa kämpfen. Aber wir sind nicht die einzigen Freiwilligen hier. Es gibt Freiwillige aus Frankreich, aus den Niederlanden, aus England, aus Russland in der Tat. Es gibt auch aus Finnland, Estland, andere Länder auch. Halb Europa. Ja. Kommt auf unserer Seite. Ja. Halb Europa. Aber vielen Dank fürs Essen. War sehr angenehm. War wirklich lecker. Dankeschön. Herzlichen Dank. Ich bin Hunde. Ja, freue mich mal. Wir verabschieden uns. Komm, wir hauen jetzt hin. Dann machen wir was. Ich dachte, dass sich so viele Länder anschließen. Ja, halb Europas dabei, die Bolschewiken. Boah, ich bin aber hundemüde. Ich glaube, ich hau mich jetzt erstmal hin. Ja, zu Recht. So mach ich mit. Feldwebel Lang, ich bin aufgefordert worden, von der Division einen Bericht zu erstellen über den Spähtrupp, der zusammengeschossen wurde. Sie waren der Erste, der dort vor Ort war. Ich möchte von Ihnen einen ausführlichen Bericht. Herr Hauptmann, wir waren zu spät. Wir waren zu spät. Als wir ankamen, waren schon alle tot. Wir konnten nur noch viele Tote feststellen. Wir haben gesehen, dass die Kameraden in einer Art Korridor in einen Hinterhalt gelockt worden sind. Der Bolschewik hat aus allen Rohren geschossen. Unsere Kameraden hatten keine Möglichkeit, dort wegzukommen. Es war ein entsetzliches Bild. Es wurden keine Gefangenen gemacht. Aus nächster Nähe wurden sie erschossen. Wir müssen komplett überrascht worden sein. An der schmalen Stelle am Fluss. Auch Granatwerfer waren gezielt im Einsatz. Die hatten überhaupt keine Chance. Man kann sich das nicht vorstellen. Der konnte sich nur retten, indem er sich mit einem Toten zugedeckt hat. Und so haben wir ihn Gott sei Dank herbekommen. Ich kann mir das schon vorstellen. Wir werden unsere Spähtrupps demnächst anders aufstellen. Ich werde weiter berichten. Weitermachen. Hol dich mal was hin. Bist du noch frei? Unbedingt. Ja. Wenn dich beeilst, kannst du noch ein bisschen Körperwärme von mir mitnehmen. Oh, Werner, bis nachher. Von uns will. Dann hören wir uns mal an. Jetzt guck dir das an. Schön. Guck mal, Kronleuchter, offener Kamin, Blitzmädels. Ja. Fein. Das ist was anderes als Unterstützung fahren, oder? Ja. Können uns auch gefallen, ne? Ja. Obergangsreiter, kommen Sie mal. Herr Hauptmann. Der Herr General hat empfohlen. Bitte leider. Danke. Meine Herren. Der General. Herr Hauptmann. Willkommen. Ich habe vor 3 Tagen das Kommando von Generaloberst Rendulic übernommen. Die Situation stellt sich mir wie folgt dar. Der Russe hat mit 6 Infanteriedivisionen mit starker Panzerunterstützung zwischen der 24. und der 122. Infanteriedivision einen Angriff vorgelegt. Sie haben Löcher in die Front gerissen. Diese konnten aber von der 12. Panzerdivision wieder ausgebügelt werden. Durch schnelles Verschieben einige unserer Einheiten, einschließlich der Pionierbataillone, ist es uns gelungen, die Front stabil zu halten. Der Russe hat zwar noch östlich von Saldus irgendein Dorf besetzt,
Aber als dann das Tauwetter eingesetzt hat, ist auch der Russe mal im Matsch stecken geblieben. Das ist das einzig Schöne. So, die Häfen von Gutenhafen, Hela, Liebau und Minkau sind noch frei. Wir erreichen also noch Nachschub, aber die Geleitzüge werden immer weniger und die sowjetischen Fliegerangriffe werden immer mehr. Stündlich kann man fast sagen. Die Versorgungssituation sieht leider sehr, sehr schlecht aus. Und trotz alledem müssen wir noch die zwei freiwilligen Divisionen, die Niederland, die Nordland und die 215. Infanteriedivision abgeben. Ach so, ja. Aufrufführer, Ihre Marschbefehle? Sie haben Ihre Anweisungen, Sie melden sich im Hafen von Liebau. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, auch noch. Ja, womit sollen wir dann die Front halten? Wir haben doch keine mobilen Reserven mehr. Wir haben keine Reserven mehr. Das ist die momentane Situation, wie sie uns darstellt. Dazu kommt, ich erwarte massive Angriffe der Sowjets auf die Häfen und vor allen Dingen auf den Hafen Liebau. Und damit kommen wir zum Punkt, denn das ist Ihr Kampfabschnitt. Ich erwarte, dass Sie halten. Ich weiß, Sie haben bereits 5-mal gehalten. Sie können es. Jawohl, Herr General. Ja, und dann habe ich auch noch eine erfreuliche Mitteilung zu machen. Der Führer hat ein Ärmelband in Auftrag gegeben für die Kurlandkämpfer, mit dem alle Truppenteile ausgestattet werden. Dürfen wir schon den Wehrpass eintragen? Dürfen Sie schon eintragen. Na, da werden sich die Kameraden ja freuen. Ja. Und das ist leider alles, was ich Ihnen heute mitteilen kann. Gut. Ich danke Ihnen. Danke, Herr General. Wegtreten. Mein Herr. Können wir das mitnehmen? Das können Sie gerne mitnehmen. Dankeschön, Herr General. Ich will es mir nicht anheften. So, Generalmajor. Wir haben noch das Problem mit diesem Befehl. Wie wollen wir den umsetzen? Also ich sehe da massive Probleme. Wir haben sowieso schon keine Personaldecke mehr. Ja, ein Ärmelband, schön. Keine Munition, keine Leute, aber ein Ärmelband. Ja, da freuen wir uns doch alle. Du, ich weiß nicht, wie lange das Ganze noch gut gehen soll. Das. Und wir sollen Liebau halten, wo alles drauf zuströmt, die ganzen Flüchtlinge. Ja. Komm, komm an. Okay. Danke. Kurland. Schön. Schöne Zielscheibe auf der Uniform. Verstärkung! Ja, dann soll die reinhauen! Die Erstlinie existiert so gut wie gar nicht mehr!
du mal ein! Scheiße! Alle von uns fertig machen, auf vom Stab hier zum Gegenstoß! Los, komm! Weiter, 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 Werner! Nicht lange zögern! Weiter, weiter! Anton! Werner! Das MG! Linke Flanke ist auf! Panzerangriff wurde abgewehrt. Ja, wir haben 12 Gefallene, 4 Schwerverwundete und 8 Leichtverwundete. 8 Russenpanzer wurden vernichtet und circa, ja, ich schätze 150, 180 Gegner. Jawohl, ich werde danach berichten. Ja, verstanden. Ende. Fertig machen und dann jawohl. Wir haben ihn nicht gefunden, Herr Hauptmann. Der Rest ist irgendwo.
Tut mir leid. Ich habe auch noch eine. Ja, und bitte. Ja, wo ist ein Problem? Müssen wir noch einen Moment? Genau. Und, Anton, du hast ihn rausgezogen? Große Sauerei, oder? Ja, ich hab's gesehen. Das direkt beim Fertigmachen der Sprengladung, ne? Das Ohr ist hin. Ja, ich kann's warten. Das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Das brauchen wir nicht. Guck mal, die Junge. Ja, mal gucken, ob der durchkommt. Mehr haben wir nicht mehr. Und? Geht's an, Herr Marc? Ich befürchte, dann halten wir nicht mehr lange durch. Glaube ich auch allerdings. Also gehen wir mal nach vorne. Wir haben die Möglichkeit, pro Division exakt 215 Personen rauszukommen. Mach's auf! Und das betrifft für jede Gruppe 5 Mann. 5 Mann? Mann, die sind 5 Mann. Aber Herr General, wir haben noch mehr wie 5 Mann. Ich weiß, dass Sie mehr haben, aber mehr Platz haben wir auf dem Schiff nicht mehr. Ich habe Versprengte von der Waffen-SS, General. Ich habe Versprengte von der Waffen-SS. Sie wissen, was passiert, wenn die in russische Hände fallen. Und Sie wissen, was passiert, wenn ich denen in die Hände falle. Und ich bleibe auch hier. Ich erwarte, dass die 5 Männer das Leben retten. Und die vor russischer Gefangenschaft bewahren, in Sicherheit bringen. Das ist ein schwerer Befehl, Herr General. Ich weiß. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke, Herr General. Alles Gute. Danke. Komm. Das Zeug hier muss auch weg. Das muss vernichtet werden. Wo ist das ganze Personal? Und Offizier, die Stempel müssen vernichtet werden. Was machen Sie da hinten? Ist es Meinung? Und wie gehört? Die ganze Mist hier aus! Das ist für dich. Das ist alles? Noch übrig, jawohl, das ist alles mit dem Quartiermeister gestempelt. Achtung! Hauptmann. Weitermachen. Braucht die Personalliste, die bringen Sie mir gleich rüber. Jawohl, Hauptmann. So, 5 Mann können wir uns jetzt aussuchen. Wen sollen wir nehmen? Familienväter? Mal gucken. Die, die schon Gefallene haben? Aber was machen wir mit denen von der SS? Ich würde jetzt erstmal gucken, ob wir unsere Jungs. Du weißt, was die Russen machen. Ich weiß. Wenn die von der Waffen-SS denen in die Hände fallen. Wir haben ja jetzt nur die Personalliste von unserer Einheit. Und da würde ich jetzt gucken, dass wir hier. Dann ist der Rudolf Kowalski. Der ist zwar ledig, aber ist ja. Der Bruder letztens gefallen. Ist in Ordnung. Dann haben wir hier Peter Terros, der ist verheiratet, ja, hat 5 Kinder. Kenn ich. Den Gustav Wirz, der ist zwar auch leben, ja, aber das ist ja von russischer Gefangenen. Zeit, dass der rauskommt, der ist auch zu alt. Dann haben wir den Wilhelm Zimmermann. Ja, ist auch, in Ordnung. Was ist mit dem Spanier? Den müssen wir leider hier lassen. Ja, der nächste. Ich habe hier jetzt noch den Friedhelm Janssen. Auch gut. Der ist auch ledig, aber da ist auch der Blut. Ja, uns die Entscheidung zu überlassen, 5 Leute rauszusuchen, die hier rauskommen. Und der Rest wird verrecken. Ja. Das ist unmöglich. Ja. Unmöglich. Lass die Jungs antreten, wir geben die Namen bekannt. Ach.
weißt Bescheid. Ja. Lass sie alle antreten. Kompanie! Antreten! Antreten, Männer! Aus! Zur Meldung an den Herrn Hauptmann. Die Augen! Links! Herr Hauptmann, Melde, die Kompanie steht wie befohlen. Danke. Lassen Sie rühren. Am Gradier! Aus! Kompanie, rührt euch! Soldaten, im Generalstab habe ich erfahren, dass morgen die Waffen niedergelegt werden. Das bedeutet Kapitulation der deutschen Wehrmacht und aller Truppenteile. Am Morgen schweigen die Waffen und wir werden uns dem Gegner ergeben müssen. Der Befehl lautet, wir geben uns als geschlossene, geordnete Einheit zu den Sowjets. Ich danke euch für geleistete Taten, für euren Heldenmut, für euren Einsatz. Ich habe nie an euch gezweifelt, aber das ist das Ende. Der Leutnant und ich haben fünf Namen auserkoren, fünf Kameraden, die noch die Möglichkeit haben, über Liebau in die Heimat verschifft zu werden. Herr Leutnant, geben Sie die Namen der Kameraden bekannt. Soldaten, die ich jetzt aufrufe, treten gleich einen Schritt vor. Rudolf Kowalski. Peter Terhorst. Gustav Wirz. Zimmermann, Friedhelm Jansen. Ihr werdet heute Abend uns verlassen. Für den Rest bedeutet das, ihr ordnet reinigt die Uniform, Stiefel putzen, Bauch nochmal vollschlagen, Waffen reinigen und Briefe schreiben an die Heimat. Kameraden werden die mit Sicherheit noch mitnehmen. Ja, bessere Nachrichten habe ich nicht. Nach Hause. Alles Gute. Na, wie viele Kinder hast du noch? Hast bald Enkel. Alles Gute. Du pass auf deine Eltern auf, du bist noch der Einzige, ne? Herr Thüring. Wird schon weitergehen. Denk an uns. Machen wir. Vergesst uns nicht. Ja, nur nicht. Alles gut. Danke. So, die fünf Auserwählten, links um und weg. Leutnant? Wohl. Lassen Sie die Truppe wegtreten. Wohl. Kompanie, nach vorne, wegtreten. Aber haben die im OKW eine Murmel im Trichter? Für was sollen wir jetzt noch die Waffen reinigen? Ja, das ist Mauern. Die Fahrzeuge sind für die Sprengung vorbereitet. Alles für die Sprengung. Nein, Scheiße, wa? Das war's. Na, hast du noch einen Brief geschrieben? Ja, selbstverständlich. Herr Hauptmann, gleich ist es der letzte. Ja. Na, Briefe für die Einheit. Na, Lindenberg, kommt endlich die Kampfmatte runter? Ja, Gott sei Dank. Hier lauter ein. Sieht ja aus wie ein Urmensch.
Ja. Sowieso der größte Lindemann. Und viele Bombenangriffe über Oranienburg. Carlos. Auch den Brief fertig? Nach Spanien? Ich bin Spanien. Sehr schön. Und Jungs, macht euch noch mal schick. Hauptmann, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich würde verschwinden. Wohin? Richtung Libau, Richtung Schweden. Vielleicht kriegt er noch einen Platz. Das muss nicht voll sein. Okay. Ja, besser als russische Gefangenschaft. Abhauen. Papiere kann ich, stelle ich euch aus. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Was er rasiert, bevor sie der wegnehmen, was? Ja, hier die Papiere. Cool. Kommst du mit? Ja, muss ich schon. Zu Ivan gehe ich nicht. Du? Kommst du mit? Ich könnte mich gebrauchen. Komm mit. Okay. Wir messen uns morgen um 5 Uhr abends. Jawohl. Leichtes Marschgepäck. Viel haben wir eh nicht mehr. So wenig wie möglich. Viel haben wir nicht. Dann auf zur Küste. Ja, ich nehme das Nötigste mit. Was? Machst du hier oben da auch noch? Na klar. Jungs, mein Schiff geht gleich. Hat noch jemand was für die Heimat? Oh, ja, bitte. Oh, ja. Ja. Und? Du bist hier nicht mehr. Gut gemacht. Alle, ich stehe hier noch mehr. Komm mit nach Hause. Grüß die Heimat. Machst du sehen uns wieder. Alles Gute. Komm gut. Also, ja, bist du. Tschüss. Viel Glück. Alles Gute, Jungs. Jungs. Ich hab da auch noch Post. Ich hab noch nichts. Das ist alles, was ich in den 6 Jahren erlebt habe. Bring mir das heile nach Hause. Du weißt, wo meine Mutter wohnt. Ja, weiß ich. Das sind 6 Jahre. Ich geb dir auch persönlich. Komm gut durch. Ja? Wenn du umschreibst. Danke. Und wie schafft er das? Ruckewehr! Nicht schießen! Ruhig mal!
lassen die am Leben. Stawaj, Niemiec. Stawaj, please, please. Иди вот тут спать. Я тебе сказал стоять там. Расскажи. Na komm, auf geht's. Komm, wir hauen lieber ab. So, wie weit haben wir es denn noch? Mir brennen die Füße. Da musst du schon ran. Niveau sein. Guck mal hier. Sicher. Lüft es rein, komm hoch. Wunderbar. Komm, hier hauen wir uns hin. Füße, die brennen. Warte mal, selbst der Hund ist ruhig. Wunderbar. Haben wir's? Da waren jetzt so einige Kilometer. Muss mal zusehen, dass wir morgen zum Boot kommen. Und wir hier rausfahren. Hm. Gewaltige Strecke. Was ist nicht mehr weit. Ich denke, wir haben hier vielleicht noch 5-6 Kilometer. Wir sind ja schon am Rand von Liebau. Ja. Den Rest schaffen wir auch noch. So ist es, so ist es. Aber heute Nacht rennen wir uns erstmal aus. Das reicht für heute. Ich hab noch was für dich. Wollt ihr mal Danke sagen? Ohne dich hätte ich das alles gar nicht geschafft. Da wäre ich schon nach der ersten Minute verreckt. Ich schreib dir jetzt mal meine Adresse auf. Ich hab dir ja schon mal von der Försterei von meinem Vater erzählt. Versuche ich dann zu übernehmen. Das ist die Luisenstraße. Luisenstraße 4 in Mülheim. Den habe ich dir schon mal erzählt. Ganz so weit drüben. Bewahr den gut auf. Und ich musste mich eines Tages besuchen. Ich schreibe mal deine Adresse auf. Gib mal her. Als du so schneller sein solltest als ich. Rostwisselstraße. Ingentin. Dort die Nummer 1, du. Du musst die Schlachterei sehen. Ich bin gespannt. Wir müssen bloß rauskommen hier aus dem Loch. Hoffentlich. Machen wir es. Komm, hau dich hin. Wir haben dann alles geschafft, den Rest schaffen wir auch noch. Ich bin hundemüde. Ich leg mich jetzt ein. Gleich wieder da. Der Kolben drückt. Ich muss mal abprotzen. Eine Tanne und dich? Für mich? Hm? Du bist ja einer. Hä? Ich war ein Knatscher!
schießen. Nicht schießen. Deutsch? Ja. Keine Ahnung. Komm, setz dich. Bist du was ist? Ja. Nicht viel, aber etwas. Danke. Morgen. Morgen und ich bringe dich zu kleinen Boot. Das kleine Boot bringe dich große Boot. Dann nach Hause. Danke. Warum hilfst du mir? Sohn, ermordet von russischen Kommunisten. Frau, ermordet von russischen Kommunisten. Russen nicht gut. Wie alt? 20. Es tut mir leid. Scheiß Krieg. Kastasje? Ein Deutscher. Guten Tag. Hallo. Wie alt? 12. Ich habe eine Schwester. Meine Schwester. Ja? 11 Jahre. Guck mal, meine Schwester. Masa. Meine Schwester, ja. Komm jetzt, wir schlafen. Dann morgen zu kleine Boot bringen. In Ordnung. Thank you.
Erzählen. Das ist ja eine Freude. Komm, los. Wir gehen hoch in die Stube. Zu Frau und Kind. Oh ja, wunderbar. Das ist ja schön. Mensch, Helene, weißt du, wer gekommen ist? Ich glaub's so nie. Der Anton. Oh, schon mal mir. Anton, das ist meine Freundin Helene. Anton. Guten Tag. Sehr angenehm. Schöne Frau. Und das ist unser Kleiner. Weißt du, wie der heißt? Das ist der Anton. Anton? Ja. Anton, wie ich? Den habe ich nach dir benannt. Putzig. Wie alt ist er? Anderthalb ist er jetzt. Und quirlig wie der Papa. Ja. Ich hab noch was Schönes für dich. Schau mal. Erinnerst du dich? 44. Im Graben. Weihnachten. Weihnachten, Koland. Ja.
haben es überstanden. Wir haben es hinter uns.